Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Tekken. In diesem Part ist Herobrine immer noch weiter und wir stürzen uns direkt in die Story rein. Hallo. Du bist in die nächste Liga gekommen. Wie fühlt es sich in der... Wie fühlt sich der erste Rangaufstieg an? Keine Ahnung. Jetzt bist du kein Anfänger mehr. So, das heißt, ich war vorher ein Noob? Ja. Ich habe online meine ersten 5 Matches gewonnen, ohne gedamaged zu werden. Nein, 4. Die wird 5 Schaden bekommen. Ja, stimmt. Hier wirst du auf wesentlich erfahrenere Gegner treffen. Bleib am Ball. Alles klar. Englisch. Ja, richtig Denglisch. Like für Denglisch. Der erste Gegner. Der Englisch. Hilaire. Colette. Hilaire. Colette und Nicolas. Nicolas. Da Hilaire. Schreibt in die Kommis, wie er heißt. Wir nehmen jetzt. Welche Assi-Namen die Kommis? Nee. Sonst fühlt sich jemand gedisst, der so heißt. Siokun kann auch gut auf die Distanz kämpfen. Dann nehme ich mal Elfhand. Vorteil ich. Machst du es neu dir? Ja. By the way, Gardevoir ist ein ziemlich guter Distance-Spammer. Siokun? Geht. Es hat ein paar Distance-Moves. Ich habe mich tatsächlich mal mit Gardevoir beschäftigt. Schieß ihn ab! Ja! Soll halt auch mehr Leben gehabt als du. Ja, weil ich nicht auf Bulk investiert bin. Genau genommen. Wie machst du Schaden? Ist der genauso dumm wie der Typ davor? Das ist ja das Problem, dieses Story-Modus. Ist alles dumm. Ja, also am Anfang zumindest. Ja gut. Ich dachte, du spammst jetzt so Fernkampf als Seite. Ja, ich kann nur mit Gardevoir nichts. Hatte vor zu spammen. Der kann ja irgendwas Cooles aus der Luft, habe ich mir gemerkt. Ich kann nichts mit Gardevoir. Du hast Schaden bekommen, Mann. Du bist verliebt. Okay. Wir werden alle sterben. Also ihr habt gesehen, ich kann nichts mit Gardevoir. Tut mir leid. Ja. Hast du mehr Leben als du? Das ist ja mal unfair. Ja, 100 ist nicht viel. Bam. Aua! Ja. Ja, fängt jetzt mein Limitschlag. Super Mario Galaxy! Was ist das für ein kranker Laser? Der zieht ordentlich. Gut. Ist schon okay. Schlag ihn nochmal. Ja, ich weiß nur nicht wie! Schlag einfach drauf! Betreib Button-Smashing wie ich! Ich bin ja gerade dabei! Ja, gegen den funktioniert anders. Aber nee, ich mache koordinierte Angriffe. Wie zum Beispiel, dass ich mit den jetzt einfach packe und ihn kill. Na fast. Schlag ihn, schlag ihn! Irgendwie konnte Gardevoir auch Gedanken gut und dann neue Attacken. Ah, mit A. Ich erinnere mich, mit A irgendwas konnte Gardevoir Gedanken gut. Ist das eine Liga? Nein. Ich muss ja jetzt erstmal 5 Kämpfe gewinnen. Dann ist der Part zu Ende. Dann machen wir einen neuen Part. Was? Dann machen wir einen neuen Part. Genau. Das cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die blaue Liga. Aber nur die Liga-Kämpfe, das dauert schon eine Weile. Da haben wir 4-5 Parts. Ich nehme jetzt einfach mal Dreckgasse. Showtalent. Talent des Jahrtausends. Ja, ich bin Kampfkönig. Wow. Ich bin Kampfkönig, wer bist du? Oh shit. Gengar ist aber schon echt krasser Dude. Kann der Fernkampf? Der kann alles. Gut. Aber nichts kann er so gut wie Gardevoir. Ich meine wie Skelabra. Wow, krass. Halt so ging Gedanken gut. Jetzt kann ich neue Moves auf A. Während du ordentlich kassierst? Ja, aber richtig krass. Ja, was ist denn das? Bam! Schlag ihn nochmal! Was? Aua! Der ist gar nicht mal so schlecht wie die anderen. Scheiß. Nein! Ich bin die Combo! Ja, ich bin ja schon dabei. Nein, ich dachte, ich wollte jetzt ganz cool comboen.
Auatsch! Ich weiß noch nicht, wie ich gegen den agieren soll. Nö. Voll in die Eier getreten. Aber knapp. Hast du das gesehen, geil? Ja. Und bitte regt euch nicht über meine Aussprache von Gardevoir auf. Das Pokémon hat Millionen von Aussprachen. Gardevoir. Gardevoir? Nein, Gardevoir. Was mache ich hier? Hilfe. Mega viel, genau. Das macht mir Angst. Das macht mir unglaublich viel Angst. Irgendwie sieht das sehr. Das Vieh macht mir unglaubliche Angst. Ich greife ihn mir. Scheiße. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt! Na, erstmal greife ich ihn. Gut, helfe. Dann hole ich ihn ran. Mega mich derweile. Und dann. Ah, ich glaube, er schildert. Ah, den kann man nicht schilden. Perfekt. Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ich werde diesen Witz jedes Mal machen. Gut. Hoffe ich mal. Sehr schön, mein Seher. Seher funktioniert hier genauso wie in Pokémon. Man setzt ihn ein und einige Zeit später kommt der Angriff. Was eigentlich ziemlich cool ist. Also ich muss sagen, als Second würde mir Gardevoir gefallen. Aber ich kann Gardevoir nicht. Ich tendiere momentan dass ich als Second Angeber. Du bist ein Angeber. Anwesend. Wie ist der nächste? Rasmus? Nein, ich hab nicht. Nikolas. Nein, nicht der. Nikolas. Warum ist so da? Wir zeigen euch mal, was Resonanz heißt. Was ist das? Liken. Okay. Also, also ganz viel Resonanz machen. No? Oh, Glurak. Lass uns resonieren. Resonieren! Das Verb dazu. Schönes Wort! Resonation! Ich nehme mal hier Klibunkel. Klibo. Ich glaube, Klibo ist ziemlich cool. Nein. Pokéball fangen! Ah, wo ist mein Pokéball? Auatsch. Jetzt kassierst du! Hey, das war schon keine Kombo. What the fuck? Er kassiert ordentlich. Ja, echt? Ich spamme hier jetzt einfach zu. Klebu! Das habe ich den voll krass in der Ecke, ne? Wie jetzt? Daneben. Tja. Ich gehe jetzt weg. Wie du wegläufst, das sieht so komisch aus. Ah, komm, bring es zu Ende. Und schlägst daneben. Dafür habe ich ihn jetzt getroffen. Ach, komm, bring es zu Ende. Boom. Throw am Werk. Der Gegner ist noch nicht kampfbereit, das ist ein Computer. Der ist immer kampfbereit. Yeah. What the fuck, das war cool. Bah, fuck. Schaden getan. Ja, mache ich gleich. Keine Sorge. Sehr schön. Nein, wenn aufsteht. Ja, das ist nämlich so OP bei dem Spiel. Wenn der Gegner am Boden liegt und man das gut timet, kann er fast nichts machen. Das nervt mich auch oft online. Ich place hier jetzt einen Klibunke. Ich lock ihn jetzt erstmal in Klibunke rein. Na, was will ein anderes machen, sonst wird er auf der Distance zugespammt. Aua. Ey, das wird jetzt mir zu creepy. Also ihr merkt, in der blauen Liga, wenn ich nicht mein Main spiele, wird's schon echt gefährlich, ne? Spätestens in der roten Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy. Ich hätte fast vergessen. Ja. Du hast es vergessen. Schneid mir raus. Also, ich hatte gerade kurze Probleme mit dem Bild, deswegen kam mir ein kleiner Schnitt. Ja. Ich kann die ganze Zeit in der Aufnahme zuspielen. Dann muss ich dich leider töten. Gut. Was für ein Kampf! So easy. Ich hab dich zum ersten Mal gesehen.
Ja, ich war sonst nie hier. Du bist wohl erst kürzlich aufgestiegen. Übrigens schon die Gerüchte gehört, das schwarze Pokémon wurde wieder gesichtet. Keine Niggerwitze. Was soll das hier heißen? Was meinst du das, was du dem Mädchen mit der Kapuze... Gut, schreibe mal. Auf jeden Fall, das Mädchen mit der Kapuze. Ja, genau. Ja, genau. Als ob du weißt, von wem die... Angeblich trägt das Mädchen nicht mal ein Kampfvisier. Ja. Und wo ist von dem Mädchen da das Kampfvisier? Von dem Mädchen. Ja, ich weiß. Aber das ist das Ding da drüben, oder? Ja, ich weiß. Wie wollen die denn da Resonanz erzeugen? Ja, keine Ahnung. Die haben es jedenfalls geschafft. Wie auch immer. Einige Trainer hat es schon schwer erwischt. Seht euch lieber vor. Alter, du hast schon gegen das Vieh gekämpft. Ja, es hat uns getötet. Ja, gut. Und du wurdest ja nicht schwer erwischt. Das müsste das schwarze Mewtwo sein, gegen das wir letztes Mal gekämpft haben. Und du wurdest ja nicht irgendwie besiegt oder so. Och, nein. Wie viel Story denn noch? Abgesehen davon, dass es schwärzer als schwarz war. Alter. Trug es an der Schulter einen riesigen Resonanzstein, nicht? Ja, der wurde ihm halt einfach mal in die Schulter gerammt. Meinst du das? Meinst du, schwarzes Mewtwo sieht wegen des Steins so aus? Das ist ein Stein. Vielleicht hat es auch einfach mal zu viel Sonne gekriegt? Das kann auch sein. Oder hat mit Lakritz übergossen. Ah. Und warum wollen sie immer diese inoffiziellen Kämpfe? Ja, weil die nun mal nicht teilnehmen dürfen. Was wollen sie eigentlich überhaupt? Spaß? Spaß. Oh Gott, wir überziehen so krass den Part, ne? Aber ich will die 5 Kämpfe zumindest in einen Part packen. Gott, ist deine Aufnahmezeit. Also Überlänge für euch. Weil ihr nämlich klasse seid. Oh krass, Lotto-Gewinner, what the fuck? Kämpfe 59, Siege 23. Tron. Ich habe glaube ich 6 Kämpfe, 6 Siege oder so. Ich habe nicht ganz gelesen, es kann auch irgendwas anderes sein. Also nicht im Video. Nein, ich meine, das kann der Gegner sein. Don't mach mich tot. Nein, don't mach mich tot. Einfach greifen, Spam. Ja, es hat funktioniert, ne? Das macht schon irgendwie Schaden. Ja eben, deswegen spam ich das ja. Aber er reagiert einfach schlecht. Er ist einfach offiziell dumm. Und inoffiziell ist er noch dummer. Du bist jetzt ganz offiziell dämlich. Greifen, greifen, greifen! Ja, warte, wenn er aufsteht. Wenn man das gut teilt, kann man da wirklich nichts machen. Habe ich zumindest bis jetzt den Eindruck gehabt. Dick da. Dick, dick, dick da. Ja, irgendwie ist er gut, hat er keinen Körper. Knackrack nicht, aber er hat trotzdem gute Tools. Der hat eigentlich gute Tools gegen Fernkampf. Ich greife ihn einfach nochmal. Das macht halt Schaden. Und in der Mega-Evo macht das noch mehr Schaden. Los, 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 greifen, 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 greifen. Oh krass, er geht auch in die Mega. Greifen. Warte mal, wie viel Schaden das jetzt macht. Geht eigentlich, ne? Ja gut, ja, weil er auch nicht. Ne, das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Jetzt fängt er noch den Limitschlag. Boah. Jo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja. Schreibt. 23. Ist das denn euer Ernst? Das kann doch nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, ich weiß, das ist in einem Phasenwechsel. Helfer, Leute. Die Helfer können nicht töten. Das kann doch nicht der Wahrheit entsprechen. Gedaunt. Ich glaube, das Video geht über eine halbe Stunde. Gönnt euch! Ja, Levelaufstieg! Endlich! Ja, Mann, let's party!
Ich gehe übrigens immer nur auf Angriff, damit das hier alles etwas schneller geht. Ich bin jetzt vielversprechend. Ach ey, ist Regine. Ja, sie hieß Regine. Das ist jetzt Maria. Mariana, glaube ich. Nee, Mariana. Nur Maria. Mariana. Marian. Oh, Menno. Ja, gewonnen. Mit größtem Respekt. So, also wir hatten wieder kurz Bildprobleme. Also kam da ein kleiner Schnitt. Alter, nur weil du eine Wette verloren hast. Ich hab gar nicht gewettet. Doch. Hast du Beweise? Hast du es gesprochen? Nein. Also jetzt hab ich gehört, ich hab Wette verloren. Okay, schneid es doch raus. Welche Wette denn? Ja, die, wie der Name von der ist. Ja, ich hab doch gesagt, Maria. Ja. Also das ist heute schon echt schlimm. Greifen, greifen. By the way, heute ist immer noch der 1. April. Greifen, greifen. Ja, bin doch schon dabei. Alter, guck, ganz schnell, ich will jetzt Pokémon kloppen. No? Und niemand greift ein. Ja. Selbst die Pokémon Center Dame guckt zu. Das ist dumm. Schwester Joy. Aua. Schwester Joy. Wie kommt sich darauf? Greifen! Ich hole jetzt erstmal Chihuahua raus. Aua! Lieber mal Limit. Alter, wir verlieren hier fast. Es geht daneben, ne? Just burn it. Ich dachte schon. Ey, das war knapp, ne? Na, zumindest wird's mal spannend. Wrestler Pikachu. John Cena Pikachu. John Cena! Du, 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 du. Nee, einfach nee. Ich kann nicht Pokémon so kloppen. Ja, langweilig. Das ist die Combo, Mann! Ja, Mann, Wombo Combo! Wie ging Zauberplatz? Ah. Ja, gut. Warum nicht drum rumrennen und nicht hinbekommen? Zauberblatt ist gemein. Aber vor allem, wie ich mich frage, wie ging Zauberblatt? Und 10 Sekunden später finde ich es raus. 2. Nee, 10. Ich spiele das hier alles in Slow Motion ab. Los, Elfan! Warum habe ich eigentlich Elfen genommen? Das wäre doch nur Distanzangriffe ab. Klar, jetzt kann ich perfekt Distance fighten, aber. Nein, er hat mich gepoisonet. Na, dann greife ich ihn halt. Fuck, der hat eine Heilung bekommen. Limitschlag. Der geht ja durchs Schild. Und jetzt? Ja, ich denk dran. Jo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Das war das zweite Mal in diesem Part. Vierte Mal. Achso, du hast ja neben Kampf mich jetzt einen Limitschlag gemacht. Dann war es das 5. Mal. Ich mag die Endpose, wenn man mit dem Limitschlag gewinnt. Bei grundsätzlich allen Pokémon. So, das war Let's Play Pokémon Tekken für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Und bis zum nächsten Mal. Erstmal bekommen wir noch den Glücksbonus. Tschüss. Ciao.